Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Tag in der Darmfit-Challenge. Heute geht es um Pilzerkrankungen. Und zwar um Pilzerkrankungen im Darm und was die für Auswirkungen haben. Ja? Was ein verpilzter Darm sozusagen euch alles antun kann im Sinne eurer Gesundheit. Viele, viele Menschen, viele Patienten haben immer wiederkehrende Mykosen, so nennen sich Pilzerkrankungen. Das sind zum Beispiel bei den Frauen die Vaginalmykosen. Wie viele Frauen sind alle 3, 4, 5, 6 Monate beim Frauenarzt, weil sie eine Vaginalmykose haben? Wie viele Menschen leiden unter einem quälenden Analekzem? Das ist wirklich schlimm, wenn es einen da immer juckt, das ist ganz furchtbar. Oder auch andere Hautpilze, wenn immer wieder Hautpilze kommen. All das ist wirklich ein Hinweis darauf, dass man auch einmal innen schauen sollte. Gibt doch den schönen Spruch, wie innen so außen. Und das merkt man an der Stelle einfach deutlich. Wenn der Darm verpilzt ist, dann ist es meistens ein Candida. Das ist ein ganz normaler Hefepilz, an und für sich gar nichts Schlimmes. Oft kommt der Darm auch ganz gut damit klar. Das gibt dann so eine Symbiose. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts, wir lassen uns in Ruhe. Aber häufig eben auch nicht. Ja? Und ein Candida macht nicht nur diese unangenehmen Dinge wie diese Mykosen, sondern der ist auch bei Neurodermitis zum Beispiel oder anderen Allergien ganz, ganz arg mitbeteiligt. Also ein Pilz im Darm muss gefunden werden, muss therapiert werden. Über eine Diät auch, das erklären wir euch dann natürlich gerne ganz genau, wie das geht, weil nur dann werden diese chronischen Dinge ausheilen. Ich möchte euch da mal ein Fallbeispiel erzählen, weil mir das einfach immer noch so im Hinterkopf ist. Ich bin ja seit 20 Jahren Heilpraktikerin und vielleicht vor 7, 8 Jahren kam eine Frau, die war da auch so mittleres Alter, um die 50 und war ganz verzweifelt, weil sie einfach seit 10 Jahren, wirklich seit 10 Jahren, immer wieder diese Vaginalpilzerkrankungen hatte, war immer wieder bei ihrem Frauenarzt, der Mann hat sich mitbehandelt, hat alles gemacht, was man machen kann und ja, es war einfach immer ganz schrecklich. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat natürlich auch weitere Auswirkungen, auch auf die Partnerschaft hat es Auswirkungen, wenn man immer Pilzerkrankungen hat. Ja, nur noch keiner war auf die Idee gekommen, mal den Darm anzuschauen. Finde ich nach 10 Jahren wirklich traurig. Wir haben das gemacht. Wir haben einfach eine Stuhluntersuchung gemacht, kam raus. Ja, sie hat einen Candida. Okay, wir haben den behandelt. Das dauert dann natürlich ein bisschen. Ja, eine Darmsanierung dauert immer 4 Monate, sage ich mal so Minimum. Und seitdem hat die Frau nie wieder eine Vaginalmykose gehabt. Die ist so happy heute noch, wenn ich sie hin und wieder mal sehe. Das ist einfach schön. Denkt an solche Fallbeispiele, wenn ihr mitkriegt, dass Leute um euch rum seit langem immer wieder Pilzerkrankungen haben. Spätestens dann sollte man mal nach dem Darm schauen. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid bei der Darmfit Challenge, meldet euch an. Ihr kriegt sofort Zugang zu einem für euch individuell arbeitenden Darmcoach, ja, der euch berät, mit dem ihr dann auch in Kontakt kommen könnt. Könnt auch dort eure individuellen Fragen stellen. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Tschüss!